Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit Villa der Liebe Folge 5. Der nächsten Folge, wo wir rätseln können und ihr wisst alle schon, wer der Imposter ist. Ich weiß es leider immer noch nicht, für mich sind alle böse, ich würde alle einfach in den Keller reinschicken. Aber nicht, weil ich denke, dass alle böse sind, aber weil ich das Geld haben möchte. Ne? Ja. Muss Prioritäten setzen, ne? Freunde in dem Moment oder das Geld? Das ist halt. Ja. Danach kann man ja immer noch so sagen: Hier war ein Joke. Hast du Bock auf ein Wasser oder so, auf eine Milch? Gehen wir heute in eine Bar, ne? Geht ja immer noch. Dunkelgrün wurde aufgelöst. Wir müssen die Verräter finden, Leute. Wir können uns zwar nicht vertrauen, aber kannst du die Nacht über vielleicht bei mir bleiben? Könnt ihr mich bitte rauslassen? Bitte. Nein. Irgendwas Nein. ist anders mit dir. Du bist so komisch. Okay, ich bin in andere verknallt. Gerrit ist es. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, es ist Gerrit. Janus zu. Ich weiß nicht, der hat die Farbe schwarz. Und denk, oh ja, der Kontrast schwarz, das ist voll die schlimme Farbe. Und der wird definitiv Imposter sein. Nee, das ist zu einfach. Nee. Gerrit. Das ist halt einfach Gerrit. Ist halt so. Selbst wenn er es nie ist, das ist er. Damit müsste er jetzt einfach klar kommen. Boah, ich dachte jetzt gerade, ohne Scheiß, an der Scheibe klebt Blut. Ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Doch. Das kann doch nicht stimmen. Doch? Guck Aber doch die Scheibe ich an. Ich werde heute Nacht nicht hier schlafen. Nein, Gelb, das war nicht so gemein. Nein, bitte bleib hier. Ina, bitte! Ich war nicht. Oh, was? Gelb, was machst du hier? Gelb? Es geht. Ich wollte gerade fragen, ob es dir gut geht, aber ich glaube, die Frage erübrigt sich. Nee, aber kann ich das morgen erklären? Weil, kann ich bitte hier schlafen? Ich erkläre es euch morgen. Klar. Ja, klar. Danke. Wie süß irgendwie. Willst du noch eine Wärmeflasche? Oder? Boah, in der Mitte, ne? Das, nee. Von der Seite kommt eine Wärme. Da hast du dann von der Seite auch noch eine Wärme. Das geht nicht. Nee. Außerdem brauche ich übelst viel Platz, ne? Also ich weiß ja, in einer Beziehung ist es meistens immer so, es war ja meiner auch, dass ich vom Bett 5% hatte und der Rest gehört dann eh immer davor. Das ist einfach so. Da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Das ist einfach so. Ich habe schon manchmal überlegt, ach, dann schlafe ich lieber auf der Straße, da habe ich ein bisschen mehr Platz, ne? Stören zwar dann die Autos, wenn die immer vorbeifahren wollen, müssen sie mich wecken. Aber ist, glaube ich, angenehmer, als nur 5% vom Bett zu haben. Aber in der Mitte, stellt euch das mal vor. Und das Schlimme ist dann noch früh. So, dann wirst du auf einmal in den Rücken gestochen. Das ist... Geht nicht. 70 Kisten, oder wie das heißt? Nee, keine Ahnung. Vor allem 3 Stück, die in die Bettdecke reinfurzen. Eve to me is basically freedom. It's a Sauerstoff klein minus 30. Das heißt, du brauchst einen Schlüssel? Ja, ich brauch einen Schlüssel. Scheiße. Da liegt guck mal, ob der von innen steckt. Bitte. Was? Ob der von deiner Seite steckt, der Schlüssel. Ich stecke nicht von meiner Seite. Okay. Ist er bei dir? Ah, sorry. Ja. Okay. Direkt hier. Scheiße. Guck mal, ob der von innen steckt. Geil. Du hast mich gerettet. Was ist passiert? Ich war gestern Abend Zähneputzen. Und ich habe halt die Tür einfach zugeworfen. Und dann war ich eingeschlossen. Und hat die Tür abgeschlossen. Dann war ich eingeschlossen die ganze Nacht. Ohne Essen und ohne Trinken. Na gut, Trinken hatte ich ein bisschen.
und die Toilette. Aber ich hatte kein Bett und es war richtig scheiße und du hast mich gerettet. Okay, hast du irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein. Natürlich nicht. Hey, das ist eindeutig ein Verbrechen, Mann. Wir müssen auf jeden Fall ein Emergency-Meeting abhalten. Ich hab krass Hunger. Hast du auch Hunger? Mhm. Emergency-Meeting? Mhm. Ich will kurz was essen, okay? Okay. Bleibst du hier? Mhm. Willst du nichts essen? Nein. Okay, alles klar, ich geh was essen. Alles klar. Danke dir. Es war rot. Hi. Na, rot? Rotkäppchen? Alles gut, wie geht's dir? Ja, sehr gut, danke. Und dir? Ja, mir geht's wunderbar, wirklich wunderbar. Ich wollte dich schon immer mal auf was ansprechen. Ich find, dich umgibt so etwas ganz Besonderes, so eine Aura, die du ausstrahlst. Ja, so eine Aura von einer Mörderin und von einer, die Leute einsperrt, finde ich auch sehr anziehend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat was Mystisches, ne? Man weiß, okay, ja, ein bisschen Action in der Beziehung dann, ne? Anstatt mal ein Topf, kommt dann halt ein Messer geflogen, was vorher noch extra angeschärft wurde. Ist halt dann ein bisschen actionreicher, ne? Also es ist halt, ja, man sagt halt Aura, ne? Ich habe dafür ein klareres Wort. Ich sag einfach mal die Aura des Bösen, ne? Nee, aber jetzt mal ehrlich, also da finde ich, Annabelle hat eine positivere Aura, muss ich echt sagen. Ja. Ja, definitiv. Ja. Bei ihr hätte ich so ein bisschen Angst, keine Ahnung, wenn ich eine Minute komme ich zu spät, weil ich, was weiß ich, weil ich an der Ampel warten musste. Wo warst denn du? Ja, ich musste an der Ampel warten. Wieso bist du 60 Sekunden zu spät? Ja, und dann kommt auf einmal ein Messer geflogen, ne? Ja. Nee, dann doch lieber Annabelle. Ja, Annabelle, da weiß ich ja eh schon, was mich erwartet. Ne? Da kann ich mich drauf einstellen. Da kann ich eigentlich direkt hier mir, ne, selber Verletzungen zufügen. Ne? Aber es wäre auch geil, wenn man Annabelle hätte, weil, stellt euch mal vor, ihr habt einfach eine Puppe, die läuft hier rum mit einem Messer in der Hand, fliegt hier rum und hat auch nie jeder, ne? Die ist so beeindruckend und auch zugleich inspirierend. Ich finde dich einfach wunderschön. Oh, danke schön. Das hat sonst auch niemand zu mir gesagt. Das ist so süß. Aber ich bin auch kein dummes, kleines, blödes Blondchen, was sich von so Machos wie dir um den Finger kriegen lässt. Und außerdem habe ich auch einen Bodybuilder-Freund, nur mal so, und der kann ich ganz schnell kleinschlagen. Ah, jo. Hä? Okay, aber... Termine. Kann dein Bodybuilder-Freund auch das? Ich zeig dir jetzt was ganz Besonderes, was noch nie jemand davor gesehen hat von mir. Okay. Wow. Okay, das ist schon echt heiß. Weißt du, man braucht eine ganz, ganz, ganz besondere Lippen- und Zungentechnik. Damit kann man wirklich Frauen heutzutage anmachen. Alles klar. Liebe Frauenwelt, ich zeige euch was. Passt auf. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht. Das ist mein einziges Talent, was ich habe. Also mehr kann ich halt nicht. Ich kann keine Ringe machen, gar nichts. Ich kann nur runterschlucken. Um das auch irgendwie machen zu können. Hä? Und mehr kann ich halt nicht. Ja, okay. Also jetzt würde ich mich schon gern mit dir treffen. Ja? Ja. Wann? Ich würde sagen heute Abend. Auf ein Date. Gerne, aber im Keller. Das ist eher so ein Treffen dann. Also wir chillen und nice, gucken Netflix. Freu mich, Apes Date wird super. Ohne Witz. Chillen und gucken Netflix. Das ist kein Date, das ist ein Treffen. Das ist ein tolles Date, ja. Ich freue mich. Treffen. Wird cool. Nice. Das ist nur ein Treffen. Also dann heute Abend 20 Uhr. Date? Hä? Treffen. Date. Treffen. Ah, wo war denn Gerrit? Hat Gerrit den Nächsten in den Keller gebracht? Das Gelb, total verdächtig. Hi. Hey. Du, falls du reden willst, ich sitze jetzt hier. Ach so. Ja, gerne. Kennst du eigentlich Schwarz? Weißt du, ob er zufällig ein Arschloch ist? Also... Ich kenne ihn jetzt, glaube ich, genauso lang wie du. Erst seitdem das Spiel angefangen hat. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kann ihn fragen gehen, wenn du magst.
Ich kann auf ihn zugehen. Hey, Schwarz, bist du ein Arschloch? Hellblau hat... Nein, aber das... ich meine, ich weiß auch gar nicht, was vorgefallen ist, aber... Weißt du, das Spiel ist irgendwie für uns alle eine ungewohnte Situation und... super merkwürdig einfach. Wir können uns ja nicht sicher sein, wer was warum macht. Also, vielleicht so, aber versuchen wir einfach... Ganz komisch, ja. Falls irgendwelche Sachen vorfallen, ist den Personen nicht so übel zu nehmen. Und was ist, wenn ich Schwarz einfach in der nächsten Runde rausbote? Durch die Kellertür? Dass er verschwindet? Ja. Also, das meinte ich jetzt nicht unbedingt, aber, also wenn du meinst, go for it. Ja, ich halte dich nicht auf. Okay. Ich bin thrilled, ey. Können wir nicht immer wieder normal miteinander reden? Ich finde, du hast in der letzten Zeit echt genug gesagt. Ich will gerade einfach nicht mit dir reden. Und Abstand möchte ich auch. Aber Gelb, können wir nicht einfach... Das Emergency Meeting, wer kennt's nicht? Also, ich fasse es immer gerade zusammen. Jeder Einzelne aus der Runde hat zum Zeitpunkt der Tat ein handfestes Alibi. War also nicht in der Nähe von Pink. Jeder außer Orange. Ich sag's jetzt zum dritten Mal. Ich war die ganze Nacht und den ganzen Abend auf meinem Zimmer und hab gemalt. Was soll ich denn sonst sagen? Das ist die Wahrheit! Ja, er muss der Imposter sein. Hä, aber das kann ich mir bei Orange gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht hat er Pink auch einfach nur eingesperrt, weil er zu dumm ist, jemanden aufzulösen. Jetzt halt die Fresse! Ich war's nicht, okay? Mann, du gehst mir so auf den Sack mit deinem abgehobenen Scheiß! Du denkst auch, du bist der Wahnsinn, ne? Du denkst auch, du bist der... Ruhig. Fass mich nicht an! Ich mach den fertig! Ja, fass mich nicht an! Alter! Okay, und ich würde sagen, hier haben wir das perfekte Beispiel für jemanden, der sich sein Grab selber geschaufelt hat. Ich meine, auf der geht's ja gar nicht, oder? Nein, werf mich nicht da rein! Runter mit ihm! Werf mich nicht mit dem Schwarz, mach was! Schwarz, sag was! Ich kann nicht... Schwarz, gib's mir! Ich kann nicht... Nein, bitte nicht! Lass mich da! Scheiße! Tschüss, Gerrit! Das war scheinbar noch nicht Gerrit. Naja, gut. Hört auf, ihr macht einen Fehler. Hört auf, ich kann euch helfen. Boah, ich habe irgendwie gerade, wenn ich das hier gerade sehe, habe ich Hostel-Flashbacks. Ich sehe so einen Film, den würde ich jetzt nicht unbedingt erklären wollen. Der ist halt sehr brutal, also... aber alle, die Horrorfilme lieben und die wissen ja ganz genau, was ich damit meine, es passt irgendwie gerade zu Hostel. Ich schwöre, ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab nichts falsch gemacht. Sagen Sie immer. Weil ich da auch. Mann, ich mach das halt die Mütter der Liebe. So, hör mir jetzt zu. Du hast zwei Möglichkeiten, okay? Entweder du gehst dort freiwillig rein oder nicht. Wir zwingen dich. Kein Bock auf Theater jetzt, renn doch einfach rein. No! Nein! Nein! Das war extrem schlecht. Alter, er ist weg. Ich hab grad zu viel gesehen, Jo. Siehst du ihn? Er ist einfach gar nicht mehr zu sehen. Orange war ein Verräter. Ja! Ich hab's doch gesagt. Ich habe es ja gesagt. Und jetzt? Ich würde sagen, wir suchen den nächsten Verräter. Oder so. Oder erst einen Kaffee. Wie gibt's denn eigentlich? Okay. Ich war ganz geschafft. Warum Gerrit in meinen Augen Verräter war? Allein nur die Farbe Gelb. Die verrät einfach alles. Komm, ich hab's voll lange gesagt. Ich glaube, seit Folge 0 habe ich das schon gesagt. Ich weiß zwar nie wieso, also frag mich bitte nicht, wieso ich da drauf gekommen bin, aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ne? Keine Ahnung, aber irgendwie kam der mir verdächtig vor, weil er halt nicht verdächtig war. Und irgendwie so, mal war der mal in der Folge 10 Sekunden da, dann war der mal wieder nicht da. Und so, weil alle immer irgendwie rumgewuselt haben und verdächtig waren und er halt nichts gemacht hat und das hat ihn so verdächtig gemacht. Ich war, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber immerhin habe ich einen Verräter. Und ich dachte, ich kriege hier gar keinen. Ich dachte wirklich, Gerrit wäre innocent, aber. Jetzt will ich aber echt nicht, wer. Also, es gibt, wie viel gibt es denn überhaupt? Gibt es 5? Gibt es 80? 90? Also, ich. Among Us, wie viel? 2 gibt es doch immer, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt. Scheinbar muss es ja nur einen geben.
Ich glaube irgendwie rot. Ich weiß aber nicht wieso. Könnte das rot sein? Wir können gehen. Hier ist es alles cool. Es ist nichts gut. Ganz ehrlich, ich sehe nur Scheißvilla der Liebe. Fick dich! Oh, Mann, oh mein Gott, oh mein Gott! Wir haben Rot nicht gefunden. Wir sollten draußen gucken, da hat noch niemand geschaut. Leute, das wird nicht nötig sein. Kommt mal mit. Hä? Mir habe ich das Gefühl, dass Rot... dass sie einfach nur pennt oder irgendwas. Krass, ich bin jetzt gerade selber von mir selber geflasht, weil ich nie gedacht habe, dass Gerrit wirklich böse, ein Traitor ist. Wer ist denn jetzt? Ja, ich bin jetzt von mir selber so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, also Keanu, das klingt total bescheuert, aber Keanu ist irgendwie so verdächtig, dass er unverdächtig sein muss. Frag mich bitte nicht nach der Logik, wie ich da drauf komme, aber irgendwie, ich weiß es doch selber nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube es einfach. Rot. Boah, okay. Na gut, wir haben zumindest jetzt schon mal einen. Kann ja immer noch der Kameramann sein, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Wie immer ganz oben verlinkt in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video, würde ich einfach sagen. Bis dahin, haut rein und tschüss.